Hallo, heute werde ich dir eine sehr effektive, einfache, aber sichere Methode für dein kurzes Spiel unter 30 Meter erklären. Egal, ob du einen Pitch mit dem Sandwich über den Bunker machen musst, oder ein Chip oder Chip and Run. Spiele den Schlag mit ruhigen Händen. Nicht steife Hände, aber ruhige Hände. Viele denken, dass man die Hände einsetzen müssen, die Hände oder die Handgelenke winkeln muss, um den Ball hochzubekommen. Aber der Loft eines Sandwiches oder Wedges ist so viel, dass der Ball immer hochfliegen wird, wenn man ihn gut trifft, mit oder ohne Handgelenk. Nur wenn wir das Handgelenk ins Spiel bringen, wird der Schlag etwas komplizierter. Wenn du es gut kannst, mach mal bitte weiter so. Aber ich schlage wirklich vor, dass du dein gesamtes kurzes Spiel so einfach, so langweilig wie möglich machst. Okay, so ich werde jetzt an eine Uhrzeit denken, weil ich den Ball jetzt etwas weiter schlagen möchte. Also bei 30 Meter denke ich an 9 Uhr, 3 Uhr. Und wenn ich das tue, wie mein Schlag eben über den Bunker, fliegt der Ball weit genug und hoch genug. Nur es kann sein, dass du jetzt das Video siehst und du sagst, also Vaughn, du hast doch das Handgelenk leicht beim Ausholen eingesetzt. Du könntest recht haben. Aber mein Gefühl war, die Hände ruhig zu lassen. Mein Gefühl war 9 Uhr, 3 Uhr für den 30 Meter Schlag. Was ist, wenn ich nur einen kleinen Chip möchte? Wie sieht der Schwung dann aus? Da werde ich natürlich auch ohne Handgelenk spielen. Und ich werde jetzt an einen 8 Uhr, 4 Uhr Schwung denken oder 7 Uhr, 5 Uhr. Ich habe jetzt ein Pitching Wedge in der Hand. Ich werde den Ball weiter rollen lassen. Nur vom Gefühl her, was ich jetzt gemacht habe, ist identisch zu dem Schlag über den Bunker. Ich habe bei beiden Schwingen mein Gewicht leicht nach links verlagert, mein Körper etwas gedreht und also die Arbeit hat mein Schläger gemacht. Ich wiederhole immer diese gleiche Bewegung. Entweder sieht sie so aus oder so aus, aber ich komme vom Gefühl her immer in die gleiche Endposition. Ich habe den Ball nicht hochgeholfen, ich habe jedes Mal den Boden gestreichelt, nach unten geschwungen, den Ball in eine Abwärtsbewegung getroffen. Und von Gefühl her bildet sich beim Durchschwingen der Arm und Schaft eine gerade Linie. So, verwende den Schläger, um den Ball hoch zu bekommen oder flach. Aber deine Bewegung sollte mit ruhigen Händen sein für unter 30 Meter. Ab 30 Meter, also weit aus 30 Meter, wird es notwendig sein, die Hände auch einzusetzen, weil man da mehr Länge braucht. Und wenn ich die Hände dann ab 30 Meter einsetze, brauche ich nicht mit Kraft zu spielen. So, ich hoffe, dass wenn du das ausprobierst, was ich in diesem Video dir empfohlen habe, dass es dir Spaß macht und dass du Erfolg hast.